Du wünschst dir helle Zähne und eine Bleaching-Methode, die jeden Tag deine Zähne ein Stückchen weißer macht? Dann schau dir dieses Video an. Die Hollywood Smile Linie von Mint. Hier ist der Name Programm. Es geht um Hollywood Smile. Es ist eine Whitening-Linie von Mint. Hier geht es wirklich um das schöne, weiße, strahlende Lächeln, um quasi eine Bleaching-Linie für jeden Tag. Denn normalerweise ist es ja so, man macht ein Bleaching ein bis zweimal im Jahr höchstens und in der Zwischenzeit kann man relativ wenig machen, um seine Zähne aufzuhellen oder oder diese Helligkeitsstufe aufrechtzuerhalten. Und deswegen habe ich mir gedacht, da braucht man eine extra Linie dafür, um seine Zähne jeden Tag ein Stückchen heller zu bekommen oder aber auch um seine Zahnhelligkeit aufrechtzuerhalten. Das ist die Hollywood Smile Linie. Dazu gibt es die Hollywood Smile Zahnpasta. Diese Zahnpasta enthält Peroxid. Peroxid kennt man vom Bleaching, vom Wasserstoffperoxid. Das heißt, das ist ein Mittel, was den Gelbpigment im Zahn aufhält und somit eine Zahnaufhellung hervorruft. In der Hollywood Smile Zahnpasta haben wir aber auch einen Putzkörper Perlit, etwas konzentrierter drin, das heißt in eine etwas höhere Konzentration als in den Basic-Linie. Somit haben wir hier nochmal eine intensivere Reinigung der Zahnoberfläche, womit wir eben noch einen größeren Helligkeitsgrad erzielen können. Nach der Hollywood Smile Zahnpasta kommt das Hollywood Smile Mundwasser und hier haben wir etwas ganz, 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 ganz Besonderes. Hier haben wir die Kombination aus Wasserstoffperoxid, das kennt ihr schon, Wasserstoffperoxid ist ja quasi das, was im Bleaching immer dafür verantwortlich ist, dass der Gelbpigment im Zahn aufgehellt wird. Aber wir dürfen ja Wasserstoffperoxid nicht sehr hoch dosieren, auch im Bleaching nicht. Und jetzt kommt ein besonderer Wirkstoff, das ist Polyphosphat. Und das sind kurzkettige Polyphosphate, die die Wirkung des Wasserstoffperoxids verstärken. Und somit haben wir eine noch größere Zahnaufhellung, ohne dass wir die Konzentration von Wasserstoffperoxid erhöhen müssen. Und somit haben wir eine besondere Kombination, die den Zahn schön aufhängen kann, ohne jegliches Risiko. Das heißt, man kann hier eine Zahnaufhellung betreiben, auch wenn man zum Beispiel empfindliche Zähne hat. Und oft ist es ja so, dass wenn man empfindliche Zähne hat, auf ein Bleaching verzichtet, weil natürlich das Zahnbleaching beim Zahnarzt wehtut und so Blitze in den Zähnen hervorruft. Und viele Patienten, wenn sie mich fragen, kann ich ein Bleaching machen, ist meine erste Frage, haben sie empfindliche Zähne? Und wenn sie empfindliche Zähne haben, dann empfehle ich das Bleaching nicht. Und dann ist es schade, dass man eben keine andere Möglichkeit hat. Aber jetzt hat man sie durch diese Hollywood Smile Linie. Man kann hier zu Hause seine Zähne ganz bequem aufhellen. Und das Schöne noch an den Polyphosphaten ist es, dass es wie eine Anti-Schmutzschicht wirkt. Das heißt, es verhindert, dass neuer Schmutz an den Zahn haftet. Es ist so eine richtige Anti-Pollution-Schicht und somit behalten wir auch unser Zahnweiß und schützen das vor neuen Verfärbungen. Das heißt, wir haben nicht nur hier den Zahnaufhellungseffekt, sondern wir haben auch den Effekt, dass wir das Zahnweiß schön aufrechterhalten können. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Anwendung und wenn Fragen sind, wie immer unten bei den Kommentaren. Wenn schöne Zähne für dich genauso wichtig sind wie für mich und wenn dir unsere Videos gefallen haben und du immer up to date sein möchtest, wie du dein Lächeln verschönern kannst, dann abonniere unseren Kanal.